Herzlich willkommen hier zum einen Folge von Noffen Marsch. Wir werden noch ein bisschen Mist fahren, und zwar werden wir den mal gleich mal über den Kuhstall fahren, ne? Und voll machen lassen. Den anderen werden wir entsprechend jetzt, Lager nicht, Kuhstall. Den anderen werden wir noch mit der Fräse aufladen, den zweiten Kuhstall. Hier müssen wir ein bisschen hinfriebeln, dass wir heute noch einen Tag schaffen. Den heutigen Tag, ne? Und dass wir nächste Woche einen neuen Ingame-Tag beginnen, ne? Denn dunkel wollen wir nicht arbeiten, ne? Ich habe zwar gutes Licht, aber wenn wir im Winter immer die Runden kriegen. Ich habe zuletzt beim Misten ein bisschen Gas gegeben, also von der Geschwindigkeit her. Und entsprechend verarbeitet. Aller getan, ne? So, rüber. Hier hat er nicht weitergearbeitet. Machen wir das Licht. So. B. Wahrscheinlich, weil der Takt aufgeht, ne? Wahrscheinlich. Ein bisschen haben wir hier auch noch Mist, ne? Bisschen. Kälber machen nicht so viel Mist, aber sie machen trotzdem Mist, ne? Den werde ich jetzt reinfahren in der Düngerproduktion. Weil da müsste jetzt eigentlich Platz sein für den kleinen Anhänger, ne? Da hatte ich mal anfangs probiert mit Outdrive, hat auch so funktioniert, aber die Menge ist zu wenig. Da fährt er ein oder zwei Mal mit so einem großen Hänger, dann ist das Ding voll, ne? Also muss man sich nicht deswegen nicht einfahren, das ist im Kurs. Und den noch voll kriegen. Bisschen, ne? Ich wollte ja hier in den Mist nicht so viel werden lassen, ne? Irgendwann ist es ja auch zu viel. Obwohl der andere hat mehr Mist, ne? Da sind die großen Kühe, da ist es schon ein bisschen anders. Hier haben wir ja nur unsere Kälber in Anführungszeichen, aber die werden ja auch größer in der Zeit, ne? Und große Tiere machen viel Mist und kleine Tiere machen wenig Mist, ne? Ist ja halt so, ne? Wo Kühe eigentlich mehr Mist machen, weil die einfach halt schlechtweg größer sind, ne? Das ist ja ein Gewicht von knapp 500 Kilogramm im Schnitt, eher ein bisschen mehr, und beim Schwein sind es ungefähr 100, 120, ne? Der ist voll. Wir werden jetzt die Fräse ein bisschen hinten stellen und wir werden jetzt mal zu unserer Düngerproduktion fahren, weil die BGH ist so gut wie gefüllt, ne? Also da hat es keinen Zweck. Dann müsste ich wieder 120 einstellen, dann wird die Nacht noch nicht rum, aber weit voraus, ne? Was ich hier hinstelle, weiß ich nicht, wahrscheinlich kommen die Dinger hin hier, Pflanzenschutzproduktion zum Beispiel, Kalk weg wäre eine Option, ne? Aber Kalk auf Wasser. Da fährst du doch dämlich normalerweise. Weil normales Wasser hat wenig, enthält wenig Kalk. Ja, normal. Aber Ewigkeiten ist das. Da will er nicht. Ah, eine Umstellung. Mal vorne fahren. Ah, da ist schon richtig. Mal sehen, was reingeht. Bestimmt nicht alles. Dann lassen wir ihn stehen. Wichtig, dass er produzieren kann über Nacht, ne?
Ja, geht nicht alles rein, das passt. Okay. Geras hat 100.000 noch. Wo die Krähen immer rumhängen, ne? Ja. So, schauen wir nach einem anderen Mist. Ah, oh, das hat da laufen. Und den fahren wir zum anderen BGH. Die auch immer ein bisschen Mist kriegt, ne? Dunkel ist hier. Oh, das läuft noch. So lange. Aber es ist komisch, dass es hier so entsprechend eine Ecke voll ist, ne? Und der andere ist ganz links. Naja, ist auch nicht so tragisch. Ist ja nur rein optisch, ne? 50.000, kommen ein bisschen noch. Ich hole mal Gärreste, ne? Derzeit macht er noch voll. Gärreste für die Düngeproduktion. So, da wollen wir durchbrettern hier. Also einer ist ein Milchcontainer, Milchanhänger, da wollen wir nicht nehmen. Das brauche ich aber für Thüringen nicht, Milch. Er ist höchst mal umgekehrt. Ich meine, wir haben ja viel Milch, ne? Das heißt, Lüge. Gibt's doch gar nicht. Also hat das geändert? Eigentlich normal nicht. Das ist blöd, ne? Ja, jetzt schon. Ach, bestimmt hier ein Mistbereich gewesen, ne? Ich wollte mal gucken, was hier Molkerei kostet hier. Weil Milch hätten wir eigentlich mehr als genug, ne? Theoretisch. Das verkehrte Menü. Da wird neue Sachen einfallen, ne? Lager machen wir nicht, das Lager ist immer nicht so wichtig. Und hier haben wir zu wenig Flüssigdünger, können wir noch machen. Aber gut, Flüssigdünger würde ich nicht machen, also. Hochladen, ja, da müssen wir Dings machen. Da muss ich immer die ganzen Dinger machen hier. Sag schon. Die Käserei zum Beispiel, ne? Die kostet Käse, Paletten und bestimmt Milch, ne? Komposter, Malzerei, Mischfutter, Molkerei. Molkerei. Das wäre eher logisch, ne? Kostet auch ein bisschen Geld. Aber die könnte man bei der anderen hinbauen, ne? Wir holen mal erstmal sehen. Können wir am Tage machen, bauen wir nachts, wenn nichts. Geld hätten wir ja. Dann können wir die Milch verarbeiten, ne? In Thüringen haben wir so viel Milch normalerweise. Und hier haben wir auch so viel Milch. Mit 250 Kühe in Ansicht machen, sonst sehen wir so wenig. Ja, das wollte ich gerade vermeiden, den Dunkeln, ne? Aber wir haben jetzt 18.04 Uhr, das ist ja auch ein bisschen ungünstig, ne? Wir holen mal Gärreste. Ist eh voll. Ist ja blöde, in Anführungszeichen. Da hätten wir auch noch Gülle verkaufen können, ne? Von Schlachthof, ne? Da müssen wir aufmachen. Da hatte ich mal einen anderen Silo genommen, ne? Für Mehl. Oh, da habe ich da gesehen. Kein Punkt, kein nichts geht. Ja, das ist voll.
Aber gut, das ist halt so, ne? Gärerste, bitter Mist. Ja. Mist können wir auch dann hier fahren, ja, weil der Tag dann hier auch vorbei ist, ne? Ja. Das ist so, ne? Also ich wünsche mal, wer jetzt hat an Vorschläge und Ratschläge, gerne reinschreiben, Kommentare. Ja, und ansonsten nochmal einen schönen Dank fürs Reinschauen, ne? Ist auch noch nicht zu Ende, keine Sorge. Wir haben noch 5 bis 6 Minuten ungefähr oder 7. Ich nehme das nicht so genau mit der Zeit, aber ungefähr so um die 18, maximal 20 Minuten Länge würde ich eigentlich keinem was zumuten. Der Tag ist immer so kurz, ne? Und jeder soll seinen Spaß haben, auch mal bei anderen zu schauen zu können. Deswegen um die Folge um die 15 bis 20 Minuten. Und wegen Algorithmus bei YouTube. Wenn der Durchschnitt um die 5-6 Minuten schaut, ist es schon mal gut. Ist jetzt besser bei 15 als bei 30. Ja, klar, wer will schon 7-8 Stunden LS zuschauen, ne? Also heute Abend werde ich mal 2 Stunden zuschauen, Livestream. Wenn ich schaffe. Will ja noch Armut. Oh Mensch, auch noch. Ich habe mit Absicht heute nicht Mittag gekocht. Ich habe ein bisschen Pusch gegessen. Und werde jetzt was kochen. Denn mit vollem Magen. Das spült sich nicht so gut. Nehmen wir so schläfrig. Beziehungsweise die Zeit hat mir gefehlt, ne? Alles wird nicht reingehen, aber das macht ja nichts. Wir werden ja heute Nacht irgendwann schlafen. Und morgen früh gehen wir den Rest rein, ne? Die müssen so ausbrechen müssen, immer nicht dahin, wo sie sollen, ne? War schon der Punkt erreicht. Einen Punkt zu erreichen ist schwierig. Weil der LKW der Traktor davor steht, ne? Dann sind wir einfach vorwärts durchgefahren, ne? Bin wahrscheinlich ein bisschen weit weg. Aber ist der Trigger groß genug. So. Lass laufen, Junge! Gut gesehen, nichts, ne? Nächste, lass uns voll. Dann fahren wir den Mist morgen früh. Wahrscheinlich so BGH. Würde ich jetzt nicht sagen, was ich in 7 Tagen mache, ne? Also das ist jetzt ganz schwierig. Dünger ist noch nicht voll. Null Filter. Aber der kann heute Nacht entsprechend produzieren. So, ich lass mal laufen. Sieht das unsere Mischfutterfabrik aus? Da Mischfutter ist voll, Heu und Silage und Stroh ist noch genug drin. So, wegräumen, das müssen wir noch wegräumen. Oh, Traktor frei irgendwo. Nee, haben wir nicht. Nehmen wir hier ganz kurz. Der muss ja noch weg. Zumindest Richtung. Das wird der gleich hinstellen hier beim Tanken und waschen. Waschen muss auf jeden Fall und reparieren. Und setzt ja irgendwann Rost an, ne? Ja, waschen auf jeden Fall und Reparatur.
Ist auch nicht schlecht. Wegräumen. Machen wir dann nächste Woche, ne? Wo genau? Wahrscheinlich, weil der Grastechnik normalerweise noch Platz ist. Ja, so eine Kleinigkeit muss mal gemacht werden, ne? So, also den brauchen wir nicht reparieren. Aber den. So, liebe Zuschauer, das soll es heute auch gewesen sein. Jetzt sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben. Wünsche, Anregungen, Tipps. Vielleicht wünscht ihr mal einen Livestream für Marsch. Ich habe die Folgennummer jetzt nicht im Kopf. Aber ich werde es irgendwann mal tun. Wahrscheinlich, wenn ich von zu Hause wiederkomme, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit nach hinten raus, ne? Und dann werde ich mal Sonntag so eine Aufnahme machen. So ein Livestream Sonntag. Bietet sich halt an. Weil die Marsch läuft ja bis Sonntag. Thüringen bis Freitag. Und deswegen habe ich mal auch die Thüringen-Karte genommen. Und bei der Marsch könnte ich es auch mal machen, ne? Hatte ich mir noch nicht. Jetzt wäre mal Zeit, ne? Aber wie gesagt, wenn ich arbeite, ist Sonntag ein Livestream ungünstig, ne? Weil dann Folge ein bisschen in einer Woche aufnehmen. Das könnte in Stress ausarten. Und das hier mal wahrscheinlich mal Rhythmus auf mal sehen. Wenn der Bedarf oder wenn der Wunsch da ist, dann würde ich das mal am Samstagabend machen, also so einplanen, ne? Als regelmäßigen Livestream. Weil dann kann ich Sonntag noch ein paar Folgen aufnehmen und bearbeiten. Und dann ist es möglich. Sonntag haben wir noch Zeit. Jetzt im Urlaub sowieso, aber später nachher, wenn ich arbeite, das ist muss ich immer so schauen, dass es allgemein gut zeitlich hinkommt. Ne? So, also tschüss und ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Rest Sonntag. Bis ja, morgen geht's weiter. Tschüss.